Herr Bick, Sie bleiben der Vorsteher von Planken. Sind Sie erleichtert? Wie geht es Ihnen? Ich bin nicht erleichtert. Ich habe einen Mord gefreut, dass es noch einmal gelangt hat. Es ist nicht selbstverständlich, dass Planken in einer schwarzen Gemeinde, dass ein roter Vorsteher das vierte Mal gewählt wird. Sie haben es gerade angesprochen, noch einmal gelangt. Also es sind nur 4 Stimmen Vorsprung haben Sie gehabt. Ist das so enttäuschend? Es ist von Anfang an klar gewesen, dass es, wenn es langt, knapp langt. Und so ist es jetzt so eingetreten. Enttäuscht bin ich nicht, nein, ich habe erfreut, dass es gelangt hat. Und was sagen Sie zur Zusammensetzung des Gemeinderats? Auf der anderen Seite mehr Frauen, mehrheitlich besteht aus Frauen. Andererseits hat die VU einen Sitz verloren. Was sagen Sie da dazu? Ich freue mich natürlich für die Frauen, dass sie die Mehrheit im Gemeinderat. Ich denke, es ist einzigartig im Land und erstmalig, dass 4 Frauen im 7-köpfigen Gemeinderat sind. Dass die VU einen Sitz verloren hat, ist sehr schade. Es war auch wieder sehr knapp gewesen. So knapp, wie es bei der Vorsteherwahl war, dass man gelangt hat, so knapp ist es bei der Gemeinderatswahl gewesen, dass wir einen Sitz verloren haben. Wir reden von 7 Kandidatenstimmen. Das heisst, eine volle Liste hat uns gefehlt und einfach eine Kandidatenstimme mehr. Und dann hätten wir das Restmandat geholt und nicht die FDP.